So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen am Mikrofon, direkt aus City Skyline. Das ist unsere Livestream-Stadt, die hier fleißig am Wachsen und am Bewegen ist. Und heute habe ich für euch ein besonderes Video, nämlich eine kleine Deutschland-Kollektion mit Elementen, die direkt aus Deutschland kommen oder die zumindest einen deutschen Touch haben. Also, viel Spaß! Den Anfang der Kollektion macht eben der Berliner Fernsehturm, finde ich hier wunderbar platziert in unserer Hauptstadt, sieht richtig geil aus, haben wir auf jeden Fall noch mit kleineren Elementen verziert, einen schönen Park etc., ich denke mal, passt fast in jede Stadt, kann man gut gebrauchen. Als weiteres haben wir hier das Rote Rathaus, ebenfalls aus Berlin, direkt aus der Berliner Altstadt, ebenfalls ein ganz, ganz tolles Element. Zusätzlich habe ich noch einen BMW-Händler, habe ich von Anfang an sofort gefeiert, richtig geile Sache, kann man sicherlich auch gut gebrauchen und gibt der Stadt einen zumindest autosporttechnischen Touch. Jetzt erzählt er Mist, wir gehen mal weiter und zwar zum Millerntor, nämlich aus der Hamburger Mitte, das Heimstadion von FC St. Pauli. Ich denke mal, ein Fußballstadion sollte jede deutsche Stadt beherbergen. Dann haben wir zusätzlich noch die Commerzbank Arena, ebenfalls ein Stadion, natürlich kann man das gut gebrauchen. Hier ist sogar ein historisches Ergebnis von 3:1 gegen den FC Bayern München vermerkt. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, direkt aus Frankfurt die Commerzbank Arena, ehemals Waldstadion. Und nun habe ich noch als kleines Highlight den neuen, die neue Stadt wächst hier hinten bei uns auf dem Berg. Und das ist der Stuttgarter Fernsehturm. So viel dazu, es gibt noch weitere Elemente, die aber bei mir erst heranwachsen müssen. Könnt ihr gerne mal reinschauen im Livestream, da sind wir fleißig hier am Rumschrauben unserer riesigen Stadt. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, schaut mal rein. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu der Kollektion mit allen Elementen, die ich dazugefügt habe. Und wenn ihr Vorschläge habt für weitere Elemente, weitere Objekte und Assets, lasst es mich wissen. Würde mich darüber freuen, ansonsten bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut und ciao, ciao, euer Bergi.